und herzlich willkommen bei Crystal Delicious. In meinem heutigen Video zaubern wir zusammen ganz, ganz leckere Igelkekse. Die sind im Handumdrehen zubereitet und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zugucken. Für den Teig benötigen wir einmal 150 Gramm Butter. Vanilleextrakt, wer das nicht hat, kann auch ein Päckchen Vanillezucker benutzen. Außerdem benötigen wir 60 Gramm Zucker, 250 Gramm Mehl, Typ 405 und ca. 50 Schokotrops. Die sollten backfest sein. Das Tolle ist, wir geben einfach alles hier in die Rührschüssel, lassen das einfach verkneten. Ihr könnt das Ganze natürlich auch im Thermomix machen oder mit der Hand. Ich gebe jetzt einfach alles rein, verknete das. Es gibt einen sehr krümeligen Teig und am Ende kneten wir einfach mit den Händen nochmal ein bisschen nach. So sieht der Teig jetzt hier aus, schön krümelig. In der KitchenAid lasse ich den immer so ein bisschen länger. Dann wird er auch so schön, verteilt sich halt alles nochmal ein bisschen besser. Und jetzt teilen wir den Teig einfach in 20 gleich große Stücke auf. Das ist natürlich schwer, wenn man das so mit der Hand macht. Deswegen benutze ich die Küchenwaage und wiege einfach ungefähr 23 bis 24 Gramm schwere Kügelchen ab. Und ich habe mir im Übrigen schon mal meinen Zauberstein vorbereitet. Da habe ich einfach ein bisschen Mehl drüber gestäubt. Wer jetzt ein normales Backblech benutzt, der schneidet sich dann am besten schon direkt Backpapier zurecht, damit wir es danach direkt hier schön drauf verteilen können. Ich habe mir überlegt, ich werde die direkt formen und hier direkt drauf tun, damit ich nicht unten nochmal eine neue Baustelle mache. Also ihr nehmt den Teig, formt einfach hier so eine Kugel. Dann machen wir hier einfach vorne so eine kleine Spitze für die Nase des Igels. Und dann formt ihr das einfach mit den Händen. Ihr seht auch, der Teig lässt sich wunderschön, wunderschön formen. Formt ihr einfach den Rest des Teiges schön rund. Und das ist unser Igelgesicht. Und das mache ich jetzt mit allen. Das ist übrigens auch die perfekte Aufgabe für Kids, wenn ihr die habt oder zu Besuch habt. Das macht auf jeden Fall irrsinnig viel Spaß. Das fühlt sich eigentlich eher so ein bisschen an wie Basteln anstatt wie Backen. Und jetzt verteilen wir die Schokodrops als Augen einfach hier auf jeden Igel drauf. Im Moment sehen die natürlich noch total lustig aus und man kann sich noch nicht ganz, ganz vorstellen. Sieht eher manchmal so teilweise aus wie Aliengesichter. Aber die wandern jetzt auf jeden Fall erstmal für 30 Minuten in den Kühlschrank. Und je nachdem, wie lange euer Backofen braucht zum Vorheizen, meiner braucht ungefähr 5 Minuten, stellt ihr dann schon mal den Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vor. Und dann werden die für ungefähr 20 Minuten in den Backofen wandern. Guckt einfach da, dass sie, die werden nicht groß braun. Da muss man wirklich so ein bisschen nach Gefühl arbeiten. Bei mir hat es 20 Minuten gedauert. Wenn die so eine leichte Bräunung kriegen, dann auf jeden Fall rausholen, weil ansonsten werden die natürlich auch zu trocken. Also sehen wir uns gleich wieder. Also meine Igelkekse haben jetzt wieder 20 Minuten gebraucht. Das ist auf jeden Fall die richtige Zeit. Haben natürlich nur eine ganz, ganz leichte Bräune. Von unten sieht man aber, dass die schön, schön braun sind. Und wichtig ist, die sollten komplett ausgekühlt sein und auf jeden Fall vorher nicht die Augen anpacken, sonst macht ihr Schokoflecken. Und ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, was wir noch für die Fertigstellung brauchen. Wir benötigen 150 Gramm Zartbitterschokolade und insgesamt 100 Gramm Streusel. Da habe ich jetzt einfach mal 50 Gramm von den üblichen Schokostreuseln und 50 Gramm von so ein bisschen gebrochener Schokolade mit Metallic-Schimmer. Ich melde jetzt erstmal die Schokolade mit Hilfe des Wasserbads. Da habe ich deswegen auch schon mal hier 100 Gramm Schokolade, die jetzt direkt hier drüber kommt und 50 Gramm zum Temperieren. Wichtig ist, ich mache jetzt erstmal den Herd auf volle Hitze, dass es heiß wird. Und sobald es anfängt zu kochen, nimmt ihr die Hitze ein bisschen runter. Dann rühre ich so lange, bis die Schokolade komplett geschmolzen ist. Dann stelle ich den Herd aus und dann werden die 50 Gramm eingerührt. Und sobald das Klümpchen frei ist, betupfen wir dann schon mal die Igelnäschen.
einfachsten ist, wenn wir jetzt als erstes die Igelnasen bepinseln. Das kann man auch, indem man einen kleinen Mini-Spritzbeutel nimmt, ein bisschen Schokolade reinfüllt, vorne einen kleinen Zippel abmacht und dann draufklickt. Das Ergebnis hat mir aber nicht gefallen und vor allen Dingen finde ich das irgendwie mit dem Spritzbeutel nochmal eine Verschwendung. Ich mache das Ganze jetzt einfach mit einer Gabel und gebe einen Tupser hier drauf. Funktioniert auch super. Und jetzt nehmt euch einfach einen Pinsel zur Hand, pinselt dann, mir ist auch aufgefallen, dass die schöner aussehen, wenn man hier gar nicht so viel Abstand lässt. Pinselt die hier hinten mit Schoki ein, also am besten haltet ihr hier vorne fest, passt auf, dass ihr nicht auf die Nase kommt und dann wälzt ihr die einmal direkt in den Schokostreuseln. So, ihr Lieben, ein kleiner Rest von Schoki bleibt immer. Je nachdem, wie viel ihr danach noch mit Schokolade verwerten wollt, könnt ihr dann, also hier, man sieht es ja, das ist noch eine kleine Menge, kann man bei den 150 Gramm bleiben. Ansonsten kann man zum Beispiel auch 200 Gramm Schokolade nehmen und hat dann noch mehr Schokokrossis. Der könnt ihr einfach Cornflakes benutzen oder ihr nehmt hier Mandeln gestiftet. Und das mache ich jetzt einfach hier nach Gefühl. Einfach miteinander verrühren. Noch ein bisschen dazu. Die schmecken nämlich auch besonders lecker. Ich habe mir jetzt hier quasi schon mal ein Backpapier vorbereitet mit einem Blech unten drunter, damit ich das einfach besser in den Kühlschrank tun kann. Ich nehme jetzt einfach zur Hilfe meinen Eisportionierer, den mittleren. Ansonsten könnt ihr auch einfach das Ganze mit zwei Löffeln machen. So habt ihr halt immer schön die gleiche Größe und tupft das einfach hier drauf. Und dann könnt ihr die ein bisschen platter drücken, wenn ihr sie nicht ganz rund haben wollt. Und so auch nochmal eine absolut gute Resteverwertung. So ihr Lieben, ihr seht die kleinen putzigen Igel, die sind wirklich super lecker. Die müssen hier leider noch ein bisschen abkühlen und fest werden. Wir genießen die später. Die halten sich natürlich auch perfekt in der Keksdose und kommen natürlich nicht nur bei Erwachsenen gut an, sondern natürlich auch bei Kindern. Mia freut sich ja immer total, wenn sie die Igel sieht und dann immer pieks, 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 pieks macht. Ich hoffe, ihr probiert es mal aus. Schreibt gerne in die Kommentare. Ein kleiner Tipp vielleicht noch, wenn man die bepinselt, ist immer, dass man darauf achtet, dass die zwei Finger, die vorne den Igel festhalten, dass die nicht mit Schoki sind. Ansonsten habt ihr dann auch das Gesicht mit Schoki voll gekleckert. Ja, ansonsten gibt es, glaube ich, dazu gar nicht so viel zu sagen. Außer im Geschmackstest schmecken die Schokostreusel etwas trockener als die Schokobruch. Ich werde euch das mal versuchen zu verlinken. Ich gucke mal, ob ich das bei Amazon finde. Und verlinke euch die anderen Schokostreusel. Mit denen schmeckt es das Ganze noch etwas saftiger. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Spaß beim Ausprobieren und würde sagen, bis zum nächsten Rezeptvideo von mir. Bis dann. Tschüss.